Anfang der 90er Jahre kam Andrea Jürgens mit dieser heißen Lambada-Nummer daher. Und die liebe Andrea ist ja aus der Schlagerszene überhaupt nicht mehr wegzudenken, obwohl sie sich in den vergangenen Jahren so ein bisschen zurückgezogen hat. Aber jetzt ist sie wieder da mit einem brandneuen Album, das da heißt Millionen von Sternen. Und ich bin total glücklich, dass sie bei mir ist. Ja, ich freue mich natürlich auch. Hallo. Liebe Andrea, ich war damals 6 süße Jahre jung. Als du mit deinen 10 Jahren schon auf der Bühne ein gefeierter Kinderstar warst und Dabei liebe ich euch beide gesungen Richtig, hast. Richtig, 1977, ja. 10 Jahre, wenn ich jetzt mal so rechne, da ist doch gerade der Schulwechsel steht da bevor. Oder Grundschule, es geht dann weiter. Wie war es für dich in der Schule? War das dann eine schwierige Zeit? Eigentlich nicht. Ich meine, ich habe ja zu der Zeit keine Live-Auftritte gemacht. Meine Eltern wollten das auch nicht. Da sollte erst die Schule vorgang haben. Und habe meine Plattenproduktion dann in die Sommerferien oder in die Ferien verlegt. Ach wirklich? Ja, dann brauchte ich nicht in der Schule fehlen. Außer mal mit der Hitparade, klar, da musste ich natürlich frei bekommen von der Schule, vom Jugendamt. Meine Eltern mussten unterschreiben und das war dann eigentlich so das Einzige. Aber sonst war alles ganz normal. Und deine Freunde, haben dich irgendwie anders behandelt oder Freundinnen in dem Alter? Nee, eigentlich nicht. Wir haben das also wirklich, ich wollte das auch nicht. Ich sag, Schule war Schule und ich wollte das auch ein bisschen trennen. Okay. Ich musste natürlich von den anderen Kollegen damals natürlich Autogramme mitbringen. Das habe ich dann auch gemacht und da waren die natürlich heiß drauf. Jetzt so rückblickend gesagt, meinst du, 10 Jahre ist ein bisschen früh oder war das für dich damals okay? Das war okay. Ja? Also ich meine, man hätte natürlich nicht gedacht, dass das eben bis jetzt, bis heute so weitergeht. Ich habe gedacht, eine Platte nimmt man auf und das war's dann. Das habe ich natürlich damals nicht ahnen können, und aber ich würde es jedem auch total raten. Also mir hat es gut getan, ja. Okay. Mittlerweile dieses Jahr 40-jähriges Bühnenjubiläum, das ist ja eine Wahnsinnszahl. Ja, nächstes Jahr ist es ja eigentlich. Ach, nächstes Jahr, genau. Ja, ja, klar, ich sag, da ist schon, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ja. Viel ist passiert. Viel passiert, ja. Rauf, runter, Höhen, Tiefen, alles hat man eigentlich so durchgemacht. Und was das Schöne ist, wir werden jetzt nicht über die Tiefen reden, denn wir reden über die Andrea Jürgens 2016, ja. So wie du hier sitzt und du bist mit deinem brandneuen Album da. Erzähl uns ein bisschen davon. Ja, das heißt ja, Millionen von Sternen ist ja auch mein Titelsong gewesen, mein Comeback-Song. Und ich glaube, diese LP, die ist ja zeitgemäß. Man muss ja mit der Zeit ein bisschen mitgehen. Ist natürlich nicht jetzt so wie Mama Lorraine oder Manuel Goodbye. Einfach moderner von den ganzen Texten her, vom ganzen Sound her. Alles sehr modern gemacht. Und da stehe ich auch zu jedem Titel voll dahinter. Ja, und deine Fans, wie haben die darauf reagiert? Ja, alle, bis jetzt alle begeistert. Doch, Kani, muss ich wirklich sagen, die haben sich auch wahnsinnig gefreut, dass ich wieder zurückgekommen bin. Mhm. Und ja, die waren natürlich heiß auf die CD. Und diese heiße CD, sag ich mal, die hat ja auch sofort den Mega-Erfolg gehabt. Ja? Du bist kaum veröffentlicht, war diese CD, war sie schon auf Platz 10 der deutschen Albumcharts. Ja. Auch in Österreich ein großer Erfolg. Ja, das hat mich auch gewundert. Das war eigentlich noch nie so, dass ich in Österreich da auch mal in die Charts gegangen bin. Und das war natürlich auch noch ein Mega-Erfolg für mich dann. Und ja, ich sah, obwohl man wenig Fernsehen hatte, ich hatte eigentlich nur den ZDF-Fernsehgarten, und dass das trotzdem so ein Erfolg geworden ist. Man kennt dich einfach, ganz ehrlich. Ich meine, du hast uns über all die Jahre begleitet. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin total glücklich, dass es dir anscheinend wieder gut geht. Ja, und du siehst ja toll aus. Und danke. Ich finde das echt toll. Dankeschön. 14 Songs sind drauf auf dem neuen Album Millionen von Sternen. Und einer heißt, das reicht für mehr als eine Nacht. In dem Videoclip. Da sitzt du in der Bahn, siehst einen tollen Kerl, der sieht wirklich gut aus. Ja, das ist ein heißer Typ. Ich glaube, liebe Zuschauer, das kennen wir alle, wenn wir irgendwie so in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder von mir aus auch im Auto irgendwie im Stau stehen und daneben sitzt irgendwie so ein cooler Kerl, was einem da durch den Kopf geht, oder? Ja, wir haben uns auch total super verstanden. Wir hatten viel Spaß zusammen bei dem Dreh und er singt ja auch selber. Das ist der Matthias Röder. Der hat bei GZSZ mal mitgespielt. Ich dachte die ganze Zeit, Mensch, woher kenne ich genau. den eigentlich? Und ich guck die Serie jetzt auch nicht immer regelmäßig oder hab's nicht gesehen und wusste das eigentlich auch nicht. Und wir hatten so viel Spaß und wir haben viel gelacht. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, jetzt keine Ahnung haben, über welchen Kerl wir da reden, dann zeigen wir Ihnen jetzt das Video dazu. Wir sind zwei
Das war Millionen von Sternen von Andrea Jürgens und sie ist natürlich immer noch bei mir. Ja. So, jetzt noch mal zu diesem Video. Das ist schön, das freut mich sehr. In diesem Video war jetzt schon wieder dieser Kerl zu sehen aus, das reicht für mehr als eine Nacht. Verdächtig, ne? Sag mal, jetzt muss ich dir mal nachfragen. Ne? Ja, das ist wahr. Da geht doch bestimmt was. Nein, nein. Da geht nichts. Nee, nein. Ich sag, wir haben aber das ist ein tolles Kerlchen, oder? Ja, doch, also, doch. Ja? Ja, wäre nicht schlecht. Wie ist das eigentlich bei so einem Videodreh? Wie funktioniert das? Also zuerst ist ja der Titel da. Und dann macht man sich Gedanken, okay, wie könnte man die Story in Bilder fassen? Das wird also schon vorher alles so geplant und die Location und wo wir das drehen und wie das gemacht wird oder ob ich auf dem Bett liege oder auf dem Stuhl sitze oder stehe oder laufe oder das planen die vorher alles schon. Und da sind dann ja auch ganz viele Locations, in denen du bist ja mal im Hotel oder woanders. Das heißt, du musst also jedes Mal das Lied in der jeweiligen Location irgendwie gefühlt 10-mal singen, bevor das alles im Kasten ist, oder? Ja, so ungefähr. Wie läuft so ein Videodreh? Aber es geht eigentlich ziemlich relativ schnell. Ja. Und wenn das dann steht, das erste Mal, wenn man das fertige Video sieht? Ja, da war ich jetzt mal natürlich selber drauf gespannt, ne? Ja. Und wie das zusammengeschnitten worden ist und was sie da jetzt genommen haben von den ganzen Einstellungen. Da ist man selber schon wirklich total gespannt, ja. Wow. Nächstes Jahr, 40-jähriges Bühnenjubiläum. Und du gehst aber dieses Jahr auf Tour. Ja. Ab September. Genau. Erzähl, was passiert da? Wo bist du? Ich darf schon gar nicht dran denken. Ist so eigentlich so das erste Mal, dass ich so lange weg bin. Ich meine, es ist zwar immer nur Freitag, Samstag, Sonntag, aber über so eine längere Zeit. Geht ja bis nächstes Jahr rein. Mhm. Und das von der Agentur Thomann. Da bin ich mit vielen Kollegen unterwegs. Der Gigi Anderson ist dabei, Andreas Martin, Christian Anders, Michael Hirte, also ich bin da jetzt nicht so ganz alleine, Gott sei Dank, und freue mich da auch riesig drauf. Das heißt, die Termine kann man wo sehen? Bei mir auf Facebook, internetmäßig, ja, da ist alles drin. Lass uns noch mal ganz kurz über die Single Déjà-vu sprechen. Mhm. Das interessiert mich nämlich, weil man ja immer Déjà-vus hat. Also viele Menschen haben Déjà-vus und denken, da war ich doch schon mal oder den Ort kenne ich, obwohl man noch nie im Leben da gewesen ist. Glaubst du daran, dass du schon mal gelebt hast? Ist schwierig zu sagen. Also ich sag mal, Déjà-vu ist mir eigentlich auch beim Kollegen eigentlich nur so aufgefallen. Da musste ich erstmal sowieso mal googeln, was bedeutet das überhaupt. Und deswegen fand ich das irgendwo so toll, einfach diesen Text daraus zu machen. Oder mein Manager hat das ja geschrieben, Déjà-vu, und mir gefiel das einfach gut. Aber ob ich jetzt schon mal gelebt habe, also da habe ich mir jetzt noch nicht so einen Wirklich? Kopf drüber gemacht. Nee. Und angenommen, du würdest noch mal leben. Dann komme ich als Mann zur Welt. Das wäre meine Frage. Warum? Ach, die haben das doch alles ein bisschen einfacher. Ich weiß nicht. Alle Männer vom Fernsehen. Was? Die Frauen haben es doch total leicht. Ja, ich benutze gerne Rasierwasser. Also ich bin schon irgendwo so ein bisschen mit. Wirklich? Ja, doch. Ich mag lieber so die herben Düfte. Und ich habe da immer von meinem Freund immer das Rasierwasser genommen. Ich mag das lieber so. Hm? Aber dann hast du da eine andere Gesangsstimme, wenn du als Mann wiederkommst. Ja, wahrscheinlich. Wo also ist dann so hoch? Dann kommst du als Andreas Jürgens zurück, ja, oder? So, ja, genau. Okay, das war ein kurzer Abstecher in die Welt der Vor- oder Nachleben. Aber lass uns über deine aktuelle Single sprechen. Mhm. Unsere Zeit. Ja. Worum geht's? Ja, das ist also auch ein sehr modernes Lied. Da habe ich auch ein ganz tolles Video von. Haben wir in einem Zirkus gedreht. Und einfach ein Liebeslied. Das ist unsere Zeit. Unsere Zeit, die brauchen wir. Und verliebt sein. Und ich meine, alles dreht sich ja in den ganzen Schlagertexten um Liebe. Und mal mit Kummer, mal mit Schmerz. Aber das ist jetzt einfach, meine Zeit ist jetzt gekommen. Und das möchte ich auch in dieser CD auch damit so ein bisschen ausdrücken. Den Clip schauen wir uns jetzt an, hier auf Gute Laune TV. Andrea, jetzt klingelt es ja auch noch, das ist bestimmt der Typ aus dem Video, ja, ne? Bestimmt, der ganz sicher. Das schauen wir gleich an, aber jetzt schauen wir uns erstmal den Clip an. Millionen von Sternen, deine aktuelle CD. Mhm. Sie geht ab September auf Deutschlandtour und es gibt noch eine DVD. Schauen Sie einfach auf Ihre Homepage. Und ich sage vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich bedanke mich auch. Dankeschön. Tschüss.